Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Railway Empire und der letzten, der allerletzten Mission der USA-Szenarienabteilung. Klar gibt es natürlich noch Mexiko-Szenario, aber das kommt später. Und wenn ich mir so angucke, haben wir bis jetzt überall die Hälfte an Präsident geschafft. Außer jetzt halt. Aber das war auch unser erster, da waren wir noch ziemlich scheiße. Ticketverkäufer, ja. Nee, das kriegen wir auch irgendwann alles vielleicht besser hin, vielleicht auch nicht. Vielleicht werden wir es auch dann nicht mehr anfassen. Aber sowas wie Viehtrieb zum Beispiel würde ich gern nochmal anmachen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die doch schaffen werde. Das Automobil. Die moderne Fertigung von Automobilen revolutioniert nicht nur den industriellen nicht nur industrielle Prozesse, sondern auch die Art der Menschen zu reisen. Der Individualverkehr nimmt zu und steht in direkter Konkurrenz zum Passagiergeschäft der Eisenbahnen. Doch der Rohstoffhunger der modernen Produktionszentren wird ebenfalls immer gewaltiger. Die Eisenbahnen müssen sich zwar umstellen, bleiben aber nach wie vor von größter Bedeutung. In Chicago mit 800.000 mit Normalkomplex, blablabla. Ja. Dann hoffen wir, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, die letzte Mission wird jetzt nochmal schön entspannt. Mal so. Ich bin ja persönlich nicht überzeugt davon, ob diese einsame Art des Reisens in einem solchen Automobil erstrebenswert ist. Viel sicherer und bequemer ist es doch auf der Schiene. Aber wir können auch davon profitieren, da für Autos viele Rohstoffe benötigt werden. Und wie werden die wohl transportiert? Ja. Ich finde es immer witzig, wenn man so bedenkt, die Leute haben ja, denke ich, in jeder Zeit immer gedacht, ach, die Erfindung, als ob die irgendwann was machen wird und bumm, Revolution. Einfach die beste Erfindung überhaupt. Wisst ihr noch damals, wie wir bei so einer Mission waren und hier noch so eine Verbindung hergestellt haben? Und hier quer drüber und alles und mit Rock Island und danach hier links und alles. Good old times. Wen haben wir denn hier? Egal, jetzt speichern wir erstmal ganz kurz ab, ne? Ganz normal und löschen erstmal die ganzen Speicherstände. Weil brauchen wir nicht mehr. Ach ja. So, speichern wir. Start. Aufgaben. Beliefere die Automobilindustrie. Schließe drei Städte in ein Steckennetz an, das haben wir in der ersten Sekunde gleich. Transportiere 30 Ladungen Stahl. Und 50 Ladungen Benzin. Ich denke mal, Benzin machen wir aus Öl. Ja. Und dann kommt hier raus halt ein Auto. Tschu-tschu. Ja. Spielzeugindustrie haben wir jetzt auch. Ja, da gibt es doch schon einige Sachen, die echt cool sind, ne? Naja, mal ganz kurz gucken, wo wir den Öl überhaupt haben. Oder was ist überhaupt unsere Aufgabe? Ja, doch, Benzin sollen wir herstellen. Ja, klar, natürlich. Dann müssen wir eben gucken, wo Öl ist. Da haben wir ein Öl. Da haben wir Öl, Öl, Öl. Also hier unten bei Fayetteville haben wir richtig viel Öl. Ansonsten sieht es bis jetzt ziemlich mager aus. Was das an... hier... trifft, so, ne? Gucken wir mal ganz kurz hier oben lang. Nicht, dass ich was sehen habe. Nee. Gehen wir mal ein bisschen in die Mitte. Okay, also wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir nur hier unten Öl. Ja, für Stahl brauchen wir Eisen und Kohle. Das können wir auch ganz kurz gucken. Hätte ich eigentlich mit drauf achten können. Hier haben wir Kohle und Eisen, das heißt Knoxville oder Nashville würden sich dafür echt anbieten. Hier oben hätten wir Eisen, das ist auch schon mal ein guter Anfang, aber leider keine Kohle, deswegen wäre das eher Verschwendung, meiner Meinung nach. Ja, hier haben wir gar nichts. Kohle und Eisen haben wir hier oben, guck mal, in Duluth. Und dann... haben wir, glaube ich, auch nichts mehr so wirklich, ne?
Also am liebsten würde ich meine Industrie nach unten versetzen, weil wir hier Kohle und Eisen haben. Ich meine, haben wir da oben jetzt auch, ja, aber das ist halt auf der anderen Seite der Karte. Dann gehen wir zu Öl und hier etwas zusammen, können in der Mitte, zum Beispiel Memphis, dann Automobile herstellen. Aber gut, gucken wir mal weiter. Das heißt also, dann gehen wir nach unten für die erste Aufgabe, Dings, also Abteilung hier, den ganzen Blick für die Automobilindustrie ist unten. So, schaffe Absatzmärkte für das Automobil. Sorge für drei Städte mit 120.000 Einwohnern oder mehr, da haben wir 8 Jahre Zeit zu, deswegen sollte das doch eigentlich möglich sein. Da können wir uns ebenfalls auf die Städte, hier, wobei, nee, die unten sind nur für Produktion. Ah, da kriegen wir aber schon hier so ein paar Städte hin, das wird schon. 50 Ladungen Automobile transportieren ist kein Problem, das heißt also, wenn wir die jetzt in Memphis herstellen, können wir einfach hier ein Zentrallager reinsetzen und die da einfach reinschicken. Also müssen die nicht mehr gebraucht werden. Steige in die Automobilproduktion ein. Stelle in 2 Städten die Ware Automobile her. Ja, dann können wir halt Nashville und Memphis nehmen. Das ist auch möglich. Produziere pro Woche 4 Ladungen Automobile. Ja, das ist halt einfach ein bisschen die Produktion hochschrauben, ne? Das kriegen wir schon hin. Sorge in Toledo für 200.000 Einwohner. Also das ist schon mal eine Stadt, die wir auf jeden Fall groß machen. Chicago ebenfalls. Das haben wir ja schon fast auf 120.000. Und dann wird sich's anbieten, eine dieser Städte hier. Rock Island nicht so. Indianapolis, Louisville, Nashville, Memphis oder so. Einfach hier die Städte ein bisschen groß zu ziehen. Und ich würde sagen, einfach von Position her wäre Indianapolis das Geilste. Dann könnten wir mich dann hier das so dingsen. Gut. Aufgaben haben wir dann noch als optionale Aufgaben. Wer für alle Konkurrenten aus dem Geschäft ist logischerweise 9er. Und da haben wir Beatrix. Produziere pro Woche 6 Ladungen Benzin. Sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, bevor wir die Automobile haben, logischerweise, weil das nämlich dann schön übereinander passt. Gut, dann haben wir das jetzt alles durchgelesen. Das heißt also, der Start wäre dann einmal komplett durchrasen nach unten. Sollte kein Problem sein. Das heißt, wir gehen direkt auf Pause. Und verbinden erstmal die 3 Hauptstädte hier. Wobei unser Ziel ja wäre, ist zuerst Petroleum oder... Ne, erst ist Stahl. Das heißt also, erst müssen wir sowieso nach unten rechts. Da jetzt aber unser Freund da unten ist, macht es vielleicht auch doch nicht so viel Sinn, dahin zu gehen, weil der halt da ist, also weil sie halt da ist. Und das Ganze dann ein bisschen blockieren könnte. Wir kommen natürlich trotzdem dahin, das ist jetzt nicht das Problem, ne? Aber... Es könnte natürlich auch genauso gut Sinn machen, doch nach oben zu gehen. Dann machen wir hier nämlich schon eine lange Linie draus. Ja, machen wir das auch. Jetzt gehen wir erstmal hin und sagen, Chicago, du hast einen Bahnhof, der gefällt mir nicht, weg. So, wir fangen mich jetzt an. Hier muss auf jeden Fall schön groß werden, das ist klar. Gucken wir mal ganz kurz, wie es denn aussieht von Städten. Wie machen wir einen Rundkurs? Wenn wir jetzt doch nach oben gehen, da habe ich mich jetzt doch festgesetzt. Wir werden in Duluth Stahl produzieren. Ja? Von mir ist auch noch ein Fargo. Dann ist das die Stahlproduktion. Da brauchen wir keine Personen, nur Stahlanbindung. Und das heißt, wir können, um hier die Personen fit zu halten, Rochester ist auch ziemlich groß, ne? Wir können eigentlich hier so einen Rundkurs machen, der dann zu Madison geht, dann nach Rochester. Scheiß auf Rochester und Madison und Sioux Falls. Wir gehen nach Omaha, Des Moines, Kansas City, Columbia, Rock Island, St. Louis, Indianapolis, Toledo, Grand Rapids und hier. Wir machen hier einfach aus diesen 10 Städten so einen Rundkurs. Dann brauchen wir die anderen gar nicht. Wir können natürlich auch hier so einen ganz großen machen. Und dann war die halt nicht mit drin. Ne, wir machen hier so einen Weg. Glaube ich. Das heißt, wenn wir hier anfangen, gehen wir von hier aus. Wir müssen ja relativ schnell nach oben kommen auch, ne? Vielleicht machen wir doch nicht die beiden, vielleicht gehen wir doch hier rum. Aber ist halt die Frage, wie machen wir das dann? Also dann schließen wir halt Des Moines und Rock Island aus. Okay, gut, dann gehen wir halt hier oben lang. Nehmen die mit. Von da aus kommen wir halt relativ schnell dahin, ist auch alles gut.
Dann haben wir halt hier diesen Rundkurs, so, ja. Klingt doch schon mal nach einem Plan. So, das heißt also, Personenverkehr können wir hier auf dieser Seite lassen. Und in Grand Rapids ziemlich weit unten. Und das verbinden wir direkt. Ja, komm, mach direkt hier eine Riesenbrücke. Komm, mach so. Fährst dahin, dann wieder zurück mit einer Riesenbrücke. 4 Millionen, ist doch easy. Spacko, ey. Als ob ich zu viel Geld hätte oder so, ne? Jungs. Muss das denn sein? Da Brücken, was ist das denn hier? Ja, geht doch. Meine Güte. Die Anleihen sind wichtig. Ohne die geht hier gar nichts. Ja, Erdarbeiten sind ein bisschen viel. Das würde ich gerne reduzieren. Genau so. Du hast zum ersten Mal Städte mit Schienen verbunden. Ja, zum ersten Mal. Das ist richtig. Hast du gut beobachtet. Zum ersten Mal. Krass, oder? Spacko. Zum ersten Mal, wenn ich das schon höre. Die sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir ein paar Erdarbeiten drin, aber ist okay. St. Louis ist aber echt eine ziemlich eklige Stadt für Personenverkehr. Aber hält sich noch in Grenzen. Nee, es ist kacke. Muss halt leider ein bisschen nach oben gucken, so. Weil sonst ist halt Wasser am Weg und es ist auch nicht gut. Bis hierhin ist alles gut. Da lässt es nach. Das wäre gut gewesen. Puh. Ja, aber ist okay. Und jetzt gehen wir nach oben. Nee, es ist kacke, das ist ja viel im Weg. Die Ausrichtung ist ziemlich wichtig, ja? Ja, ist okay. Dann holen wir uns noch Rochester, würde ich sagen. Rochester, du bist jetzt auch noch meins. Wobei, es könnte zu teuer werden wegen der Brücke. Gucken wir ganz kurz, wie teuer es werden würde. Vielleicht machen wir es doch nicht. Ja, sehe ich mich schon, es wird mich viel zu teuer wegen der Brücke, weil es da so tief abschüssig ist. Lassen wir das lieber. Und gucken mal, dass wir mit diesen 6 Städten erstmal gut weit kommen. Das heißt... Machen wir 2. Wobei, da reicht eigentlich einer, oder? Aber locker reicht da einer. So, dann haben wir das nämlich schon mal geschafft. 5 Versorgungstürme. Und dann können wir ganz kurz zugemacht und dann kommen wir uns ganz kurz zum Wartungsgebäude. Im Uhrzeigersinn gehen wir natürlich wieder. Das heißt, dann fangen wir Madison an, gehen nach Chicago, Personenverkehr. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Mission ausgehen wird, aber so von dem, was ich in deinen Aufgaben gelesen habe, finde ich, ist sie eigentlich ganz okay, oder? Aber das sehen wir ja gleich. Von Toledo, Indianapolis. Und der letzte. Da haben wir sogar schon eine Startproduktion drin. Guck mal an.
Ich bin ganz ehrlich, wir können natürlich auch ganz ehrlich, ohne Scheiß, Mann. Ich bin jetzt überlegen, ob wir dort unten hingehen sollen. Wir können eigentlich auch das ganze Zeug dahin nehmen, wo wir es halt schon haben. Beispiel. Wir haben ja hier irgendwo Eisen gehabt, ne? Da oben haben wir ja Eisen. So. Die hier haben das ja alle nicht, ne? Du hast aber schon Autoproduktion drin. Okay, hier oben haben wir halt auch noch nichts. Die einzige Stahlproduktion, die wir haben, wäre halt in St. Louis. Wir könnten natürlich das Ganze auch nach St. Louis versetzen. Dann müssten wir halt irgendwie Kohle und Eisen hinkriegen. Ich meine, okay, Kohle hätten wir hier, ja? Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Können wir sogar tatsächlich rüberholen. Eisen können wir ja auch außen rum schicken hier. Oh, da. Die andere Quelle wäre halt von oben, aber das wäre halt ein sehr weiter Weg. Dann können wir es aber auch direkt hier machen. Und wir setzen es dann doch in Dudo frei, wenn wir Geld haben. Aber Eisen war halt... Ah, wobei es sind 4 Jahre, ne? Das geht schon. So, Chicago kriegt aber auf jeden Fall erstmal ein Wartungsgebäude. Genauso wie Toledo. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen, damit wir schon mal die ersten Züge ankommen können. Da gibt es mich jetzt das erste Geld und... Ding, 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 ding! So, und haben wir den Anfang der einen Schiene schon mal geschafft. So. Dann fangen wir an, das hier oben zu erweitern, ne? Wobei ich tatsächlich schon überlegen, ob ich in Indianapolis... Oh, du hast hier Öl genommen. Das wäre jetzt auch nicht so schlecht. Wobei hier natürlich Stahl gut wäre, ne? Da hätten wir nämlich hier die Verbindung zu den beiden. Wäre hier andersrum gewesen, wäre hier perfekt. Aber so ist auch okay. Ich meine, so viel Unterschied ist da jetzt nicht zwischen. Wir machen übrigens trotzdem noch einen Bahnhof ganz kurz hier rein. Damit die gewisse Beatrix hier nicht reinfahren kann. Haben wir da schon mal gesichert. Das reicht, denke ich, mir auch so. Den erweitern wir. Genauso wie diesen Bahnhof jetzt auch. Noch einen Kredit können wir uns nicht nehmen, ne? Das wäre auch ein bisschen witzig gewesen. So, Trickschen. Ich hoffe, du bist darauf gefasst, dass ich dich aufkaufen werde. Geld, Geld, Geld. Da kommt Geld. Und 3, 2, 1. Ding, 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 ding. So, von der Nummer 1 auf Gleis 2 in die 2. 93.000 brauchen wir dafür. Also sagen wir mal 100.000 mit dem extra Zusatz von der nächsten Schiene, dann halt wieder das, die Rückverbindung herstellt. Dann warten wir so lange. Ach ja. Prämie neue Industrie. 88.000. Die hat halt auch 60.000 Einwohner, krass. Dann machen wir später noch eine Sehenswürdigkeit rein. Am besten ein Museum oder sowas, damit die Leute gucken kommen. Oder die machen wir in die Universität, die Chicagoer Universität. Wow. Naja. Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. Kann ich eigentlich, ist das... Kann man das irgendwie sagen, dass ich das irgendwie jetzt als... bieten, dingsen kann, wenn ich... Wie sage ich es am besten? Wie kann ich das machen, dass ich eine Forschung... als Gebot ausgebe hier, weißt du, so wie, oder ist das einfach per Zufall? Ich glaube, es ist zufallsbedingt, weil die sagen halt immer, dass die halt auch geboten haben, obwohl das halt de facto nicht möglich ist. Neue Industrie, Anschlussprämie, die nehmen wir uns. Gleich. Genau, fahr mal weg, du. Zack.
ist ja unnötig. Tjo. Dann du, mein Freund, wirst jetzt von Gleis 1 nach 2 festgesetzt. Gut. Das müssen wir halt irgendwie schnellstmöglich hier reinkriegen. Ist ja auch egal wie. Hauptsache rein. Auf kürzestem Wege, muss nicht praktisch sein. Hauptsache günstig. 85.000 klingt gut, aber kriegen wir hier bestimmt noch günstiger hin. Guck mal, 80.000, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. Ja, hättest du, natürlich. Kennt man ja, ne? Hm. Beeindruckend. Kannst du aufhören zu schrumpfen, bitte? Ich meine, okay, du hast zwar gar nichts, ja, und macht dann auch Sinn, wenn du singst, aber ich würde es ja begrüßen, würdest du es nicht tun. Ach, Zinsen, bitte. Gut, die Anschlussprämie, von der Anschlussprämie holen wir uns neue Züge, dann kriegen wir hier zwischen zumindest schon mal mehr Geld. Zeitung? Dafür brauchst du Papier, ne? Stellt dir irgendwer Papier? Du hast Spielzeug, okay? Gibt ja alle so fancy Sachen. Hammerharte. Zwei, drei und vier. Dann können wir direkt zum nächsten Bahnhof gehen, und zwar diesem Schmuckelstück hier. Und dem... Ich habe denen jetzt ein Wartungsgebäude gegeben, das ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Ich denke, okay, für die Zukunft ist das vielleicht wirklich eine gute Idee, aber das war jetzt ungünstig. Von Chicago nach Toledo. Nee. Ein Reporter, ein Rapper. Wie kann diese Schiene hier günstiger sein als die hier? Ach ja, genau, wegen einer verkackten Brücke. So lächerlich. Ja. Ein Zugbegleiter. Fällt mir was ein. Ich bin ein Vollidiot. Ich meine, wenn es nur ein Zug jetzt immer war, ist halb so wild, deswegen sind wir jetzt noch pünktlich dabei. Aber das ist schon Geld, ne? Das sind schon Prozente. Ernsthaft jetzt? In Benutzung? Du dämlicher Drecksack, du. Jetzt lauf dich ab und verpiss dich. Lol, jetzt wird einfach den ganzen Weg zurück. Dann fährst du nicht, ich lasse dich einfach despawnen. Aber tut jetzt gar nicht. Okay, jetzt hab ich's, glaube ich, kaputt gemacht. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er unten. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich meine, okay, die Stadt produziert zwar Spielzeuge, aber ich hätte es nicht gedacht, dass auch die Züge aus Spielzeug bestehen. Naja. Jojo. Ah, jetzt geht's den Zügen wieder gut. Guck mal. Und noch die Nummer 3 und 4, dann können wir direkt zum nächsten Gleis weitergehen. Ich liebe einfach Doc Mac Schmecks extra sahnig-rahmiges Sahnekonfekt.
Da Betriebsmittel fehlen. Ja, ja. Oh, wie schön. Du hast ein neues Spielzeug. Eine 1000 bräuchten wir. Würde ich ja tatsächlich sogar schon abwarten wollen, ne? Oder? Geschwindigkeitstechnisch ist er nämlich auf einem ganz anderen Level. Ja, upgraden wir für alle Züge. Alle! Komm schon! $10.000. Und da braucht er Jahre für $10.000. Nein, jetzt. Tschu-tschu! Braucht man es noch nicht, aber ist egal. Immer schneller und schneller. Mit stilvollem Reisen hat das aber nichts zu tun. So. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Du treibst den Preis in die Höhe. Ha, 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 ha. Tut sie eigentlich auch irgendwas Krasses? Ja, eigentlich schon, ne? Sie verbindet sich. So, Toledo. Erweitern wir. Ich habe übrigens letztens eine Review von dem Spiel hier gelesen. Die war auch genial. Was hat dann da geschrieben? Irgendwie ist es immer das Gleiche. Man baut immer nur Züge auf. Ja, du hältst vielleicht, weil es eine Simulation dafür ist. Das ist ein Tycoon-Wirtschaftssimulator. Ebenso hat jedes Spiel diesen repetitiven Spielstil. Ich meine, guck dich doch einfach mal andere Spiele dieser Art an, ja? Perfect Choreo, das zweitliebste Spiel auf Steam. Eins meiner Lieblingsspiele. Es ist einfach ein Top-Spiel. Was tust du? Du holst dir Ressourcen, um eine Fabrik aufzubauen. Und das machst du, damit du forschen kannst. Um neue Technologien freizuschalten, mit der du mehr Rohstoffe holen kannst, mit der du deine Fabrik erweitern kannst, mit der du schneller forschen kannst oder Neues forschen kannst, um dann diese Forschung zu nutzen, um mehr zu produzieren. Das ist doch genau so ein Circle. Es geht aber darum, wie man es macht und um die Erfahrung dazwischen. Das ist eine Sache, die verstehen viele in einem Strategiespiel nicht. Aber wenn du dann so Shooter guckst, ja, sowas wie Counter-Strike, da hast du auch immer das Gleiche. Aber naja. 105.000, das ist mir ein bisschen zu viel, ne? Das ist nicht nett. Danke, dass du mir deinen Mitarbeiter so nett überlassen hast, Herzchen. Okay, die mache ich gerne. Also wir müssen ja gleich schon Stahl produzieren, ne? Wobei, wir müssen ihn nur transportieren. Das ist ja eigentlich schon wieder noch machbar, ne? Das sollte drin sein. Ach, Quatsch, hier. Erstmal Signale setzen. Ohne Signale läuft hier ja auch nichts. So, du von der UNO, du der Sekondo. Wieso ist eigentlich immer, wenn ich gerade einen neuen Zug machen möchte, gerade der Zug hier? Unverschämt. Transportvergütung, jawohl, brauchen wir nicht. Ich würde lieber auf die 200 Punkte hier warten. Für Kaufpreise runtersetzen ist schon echt Hammer eigentlich. Nee, Tonto, ich meine, könnte natürlich jetzt sinnvoll sein, aber jetzt war da auch 4, gut, dann können wir jetzt hier unten hin, nach St. Louis und den letzten Bahnhof erweitern. Boah, was eine anstrengende Scheiße. Pfui, jupp. 159.000, ja, das ist ja super lecker. Können wir uns jetzt dran, können wir nicht. Landvermesser, guck mal, brauchen wir noch nicht mal den Headhunter. Für Gleiskosten einfach nur, ne? Ja, das ist ja schon mal gut, das ist perfekt. Jetzt haben wir 15% Bonus, nicht nur 10. Ja. Bauen, dann abreißen. Genau.
Signale.